Guten Morgen, meine lieben Freunde der Freizeitparks und Fahrgeschäfte. Es ist soweit. Heute beginnt für mich die dieses Jahr wahrscheinlich, na zumindest längste zusammenhängende Tour. Und in, naja, so circa einer Stunde wird hier mein Zug losfahren, der mich in die Niederlande bringt. Ich habe ein bisschen was auf dem Plan. Wir werden großartige Neuheiten uns ansehen. Und ja, ich bin noch am Wachwerden hier, ne, mit meinem Käffchen und meiner Morgenzigarette. Ich habe gepackt und wollte dann ganz entspannt auf die Reise. Nun, dann kommt die Mail der Bahn, dass mein Zug gar nicht erst in Jena startet, sondern erst in Weimar. Nun muss ich mit einer früheren Bahn erstmal schnell nach Weimar. Das ist dann jetzt Tour 4 von 4, wo die Bahnverbindung nicht wie geplant funktioniert. Zudem die zweite Tour, wo direkt der erste Zug Probleme macht. Das heißt, für mich hat die Bahn bisher 100% Fehlrate. Herzlichen Glückwunsch, Deutsche Bahn. So, Freunde, ich hab's geschafft. Ich bin in meinem Intercity nach Köln. War kein Problem. Ich habe Gott sei Dank noch einen Anschlusszug als Regionalexpress bekommen. Und bin jetzt in Erfurt in meinen Intercity eingestiegen. Und ich hoffe, jetzt geht alles glatt. Ich habe nämlich relativ knappe Umstiegszeiten. Der Rest der Verbindungen hat dann allerdings problemlos funktioniert. So richtig perfekt fuhren die Züge dann natürlich mal wieder in den Niederlanden. Angekommen in Tilburg hatte ich ein wenig Aufenthalt, bis mein Bus zur Unterkunft für die nächsten Tage abfahren sollte. Also schnell eine Starbucks-Pause mit Karamell Macchiato und dann ab in mein Zimmerchen. Ah, Leute, ich bin angekommen. Ihr seht schon, es ist hier ein relativ kleines Räumchen, was ich hier bekommen habe. Ich habe noch ein kleines Bad dran und einen kleinen Schrank hinter der Tür. Und das war es im Prinzip auch schon. Ich habe keinen Tisch, ich habe keinen Stuhl, ich habe so ein kleines Höckerchen und das war's. Da muss ich sagen, ich habe schon... Ja, sagen wir es so, ich habe schon für dasselbe oder weniger Geld deutlich mehr gesehen. Ja, also das ist ein bisschen knapp. Das scheint ja aber auch ein relativ hochgestochenes Feriendorf mit Reiterhof und allem drum und dran zu sein. Ich bin jetzt 5 Nächte hier. Das Ganze steht mit 300 Euro auf der Rechnung. Und ja, aber trotzdem, für 300 ist das alles ein bisschen, ich kann euch ja mal kurz hier so einen kleinen Überblick geben. Das da hinter mir ist mein Bett. Ja. Und da oben irgendwo, wenn ich die Kamera jetzt da hochkriege, lasst mal schauen, da hängt mein kleiner Fernseher. Und jetzt gehen wir mal hier kurz einen Blick ins Bad werfen. Ich mach mal Licht. Und dann haben wir hier kleine Dusche. Ja. Auf der anderen Seite der Platz für den Morgen. Ja. Müsst ihr nicht zu viel von sehen, glaube ich. Und das war's im Prinzip. Ja. Hier ist noch hinter dieser Tür hier, da versteckt sich noch der Kleiderschrank. Und dann war's das. Tja. Ich meine, für mich alleine reicht das hier jetzt sicherlich für die nächsten 5 Nächte. Ich bin ja auch permanent außer Haus. Muss aber sagen, da hatte ich schon Überzeugenderes. Aber wie dem auch sei, ich bin angekommen. Und wie ihr gesehen habt, werde ich ja zwischendrin auch nochmal meinen Aufenthaltsort wechseln nach Belgien. Aber dazu kommen wir dann, wenn es soweit ist. Und ich melde mich jetzt für den Anreisetag ab. Ich muss mal gucken, dass ich mir da noch was zu futtern organisiere. Und ab der nächsten Episode geht's dann los mit den Freizeitparks. Bis dahin, viel Spaß! Guten Morgen, meine lieben Freunde der Freizeitparks und Fahrgeschäfte. Heute ist der große Tag. Ich werde jetzt zum Frühstück gehen und danach wird mich Joel abholen. Und unser lieber Joel ist derjenige, der das Community Meeting seit nunmehr 3 Jahren organisiert. Und ja, der holt mich direkt vom Hotel bzw. meiner Unterkunft hier ab.
Dafür schon mal ein riesen Dankeschön. Ich freue mich tierisch drauf. Ich werde heute im Efteling wahrscheinlich ein bisschen weniger filmen als üblich. Einfach aus dem Grund, ich habe ja letztes Jahr schon das Wichtigste ja, auf Datei gebannt. Und naja, es hat sich nicht so viel verändert. Und ich werde mich natürlich filmmäßig auf das konzentrieren, was neu und anders ist. Und ansonsten sicherlich ein paar ältere Aufnahmen nutzen können, denn ich möchte euch trotz alledem auch erzählen, was wir dann jetzt die nächsten 2 Tage im Efteling so treiben. Ist natürlich so, dass ich dieses Jahr dann die Chance, die ich dadurch bekomme, auch nutzen möchte und mich noch mehr auf die Community konzentrieren möchte als letztes Jahr und das Jahr davor. Dementsprechend bleibt es bei den Erzählungen zum größten Teil und mit Videomaterial zum Teil aus dem letzten Jahr. Aber jetzt wird es Zeit, dass wir auch endlich mal zur Sache kommen. Mein Augenmerk liegt dieses Jahr voll auf der Community und ich habe bereits so einige Videos über den Efteling-Themenpark auf dem Kanal. Da dürft ihr gern reinschauen, wenn ihr hier etwas vermisst. Trotzdem möchte ich euch auch in diesem Clip den Park nicht vorenthalten. Bevor wir aber zu unserem Rundgang kommen, musste das obligatorische Gruppenfoto gemacht werden. Einen großen Teil unserer Gruppe zog es daraufhin in den riesigen, wunderschönen Märchenwald des Efteling. Trotz all den Fahrgeschäften und Achterbahnen ist dieser noch immer ein Hauptprogrammpunkt. Einen Märchenwald, der so aufwendig gestaltet und gepflegt wird, sieht man wirklich selten. Genauso obligatorisch sind die Unmengen an Strohwaffels, powered by Joel. Er sorgt sich wirklich um unser Wohlergehen. Am anderen Ende des Märchenwaldes liegt der alte Jahrmarkt, wo sich historisch anmutende Karussells aufreihen und eine angenehm nostalgische Atmosphäre aufkommt. Mit großen Gruppen das Dampfkarussell rocken hat schon was für sich. Und wo wir gerade beim Rocken sind, mit der Gruppe ging es auch in Vogelrock, dem Vekoma Indoor Coaster mit tollem Onboard-Soundtrack und hohem Spaßfaktor, besonders wenn wir die Bahn gemeinsam zur Partymeile machen. Wir gehen weiter durch den Park, vorbei an der Pagode und landen irgendwann natürlich auch im Bereich der größeren Achterbahnen. Absolutes Highlight, wenn auch zur Hälfte Wasserbahn, ist der Fliegende Holländer. Die Bahn kombiniert eine der schönsten Wartezonen mit Dark Ride, Bootsfahrt, Achterbahn und Wasserbahn, bietet also von allen möglichen Elementen etwas und kombiniert sich zu einem Gesamterlebnis, welches man nicht verpassen sollte. Doch auch die Python, Joey's and the Drag und natürlich der Baron wurden ausgiebig genutzt.
Zwischendurch hatten wir ein wenig Regen und verzogen uns direkt mal in die Dark Rides und das Geisterschloss. Schlechtes Wetter ist im Efteling wirklich kaum ein Problem. Zudem war auch ein Abschied auf dem Programm, denn es war das letzte Mal, dass die Gelegenheit besteht, sich von der Intamin-Bobbahn zu verabschieden, die noch im gleichen Jahr den Park verlassen sollte. Dort steht nun der Dueling Powered Coaster Max und Moritz. Wir ließen uns diese Chance natürlich nicht entgehen, es wäre ja noch schöner. Der zweite Tag im Efteling war nicht mehr Teil des Treffens. Trotzdem haben sich einige von uns für einen weiteren Tag im niederländischen Flaggschiffpark entschieden. Ein anderer großer Teil der Gruppe hat an diesem Tag das Toverland unsicher gemacht, was uns nicht davon abhielt, noch einmal so viele Fahrten wie möglich im Efteling zu erleben. Der Besuch im Efteling war wieder einmal vollgepackt mit guter Stimmung, fantastischen Menschen und fantasievollen Welten, die erkundet werden wollten. Ich bin hier immer wieder gern. Doch auch ein Community-Meeting geht mal zu Ende und ab dem Folgetag werde ich auf mich allein gestellt sein. Denn die Tour geht weiter. In der nächsten Folge mache ich einen Tagestrip nach Belgien und wir sehen uns das Bobbejaanland an. Bleibt also dran, es folgen noch einige Parks.